Legenden erzählen von einem Helden, der sich aufmachen wird, um den Halbgott Maui zu finden. Und gemeinsam werden sie uns alle retten. Maui? Formwandler? Halbgott des Windes und des Meeres? Ich bin Vajana Held der Menschheit. Was? Es heißt korrekt Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres, Held der Menschheit. Nochmal von vorn. Jetzt du. Ich bin Vajana von Mote Nui. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich bin raus. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Ozean ist ein Freund von mir. Wir gehen ins Reich der Monster? Keine Angst, es geht viel tiefer runter, als es aussieht. Nach Tefiti willst, dann liegt ein ganzer Ozean voller Gefahren vor dir. Kokomora. Koko, was? Die sind irgendwie süß. Vajana, das Paradies hat einen Haken. Da hat jemand Hallo gerufen. Jeder x-beliebige Fisch hätte Hallo rufen können. Da. Wo soll ich hingucken? Da. Hallo, ich bin Dori. Wo sind deine Eltern? Ich habe meine Familie verloren. Wo hast du sie denn das letzte Mal gesehen? Habe ich vergessen. Ich habe noch irgendwas gesucht und ich... Okay, ich verstehe das. Ihr habt ein Date. Wo sind die? Dori, Achtung! Ah! Unsere Freundin ist da drin. Was auch immer das hier ist. Das ist ein Fischkrankenhaus. Es geht mir fantastisch! Alter. Ich bin Hank. Ich muss meine Familie finden. Das ist echt hart, Kleiner. Tja, dann steckst du hier immer fest. Du bist keine Hilfe. Ich habe meine Familie verloren. Ist das traurig, du Arme. Unsere Freundin ist verloren. Ach, du Arme. Ich helfe dir. Dori, vielleicht wecken wir was Gefährliches auf. Sowas mit einem riesengroßen Auge, Tentakeln und einem Schnappmaul? Sowas in der Art. Schwimmt um euer Leben! Irgendwo da draußen ist meine Familie. Entdeckung! Entschuldigung. Schon okay, passiert jedem Mal. Brauchst dich nicht zu schämen. Ich vertraue Becky. Du vertraust Becky. Becky ist gerade ein Becher. Einfach schwimmen. Heißt das, dass wir uns jetzt verabschieden müssen von Dori? Du wirst jetzt deine Eltern finden. Und wenn es soweit ist, bist du zu Hause. Seeöwen, die können brutal zuschnappen. Leute, ihr braucht euch nicht. Geralt, Blut von unserem Felsen. Das hörst du doch. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Das ist Rennsport. Jackson Storm gehört zu der neuen Generation von Hightech-Rennwagen. Sieg Nummer 3 für den sensationellen Neuling Jackson Storm. Jackson Storm ist eine Klasse für sich. Hey, Champ! Du machst das echt gut. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich mich freue, dich endlich abzuhängen. Du hast sicher gemeint, mit mir abzuhängen. Du hast mich schon verstanden. Genieß den Ruhestand! Du wirst nie mehr der Rennwagen sein, der du einst warst. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, Junge. Also schau gar nicht erst zurück. Die Rennsportwelt wandelt sich gerade. Rollbänder, Windkanal, Virtual Reality. Daran arbeiten wir noch. Und interaktive Rennsimulation. Wow, 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 wow! Gefahr, Barriere durchbrochen. Sie stehen in Flammen. Falsche Richtung. Schalt das ab! Sie hatten einen Unfall. Da haben wir ja noch einen Haufen Arbeit für uns. Ich freue mich so darauf, Sie trainieren zu dürfen. Stellen Sie sich vor, wie Sie siegen, und zwar gegen diesen Kerl. Andiamo! Der Strand hat mich gefressen. Woche für Woche verkünden erfahrene Rennwagen ihren Abschied, um Platz für die Jüngeren zu machen. McQueen, haben Sie über einen Rücktritt nachgedacht? Keine Frage, ne? Okay. Paparazzi. Du wirst nie so schnell werden wie Storm, aber du kannst klüger sein. Viel Glück, Champ! Du wirst es brauchen! Ich entscheide, wann es vorbei ist. Du gewinnst hier nicht! Zieh dich besser warm an, Storm. Cars 3 Evolution.
Was ist hier los? Du musst bei mir bleiben, kapiert? Wir wissen doch gar nicht, wo wir sind. Willkommen im Land der Toten. Haben Sie etwas anzumelden? Ja, haben wir tatsächlich. Ja. Du musst vor Sonnenaufgang wieder zu Hause sein, sonst bist du hier gefangen. Für immer. Ich verwandle mich in ein Skelett. Was? Das ist dein Ticket zurück, Muchacho. Hey, viel Spaß auf der Party. Ich bin ein Mega-Fan. Dürfte ich vielleicht... Das Feuerwerk. Was treibst du da? Ich laufe wie ein Skelett. Nein, so laufen Skelette nicht. Aber du läufst so. Nein, gar nicht. Schluss damit. Coco, lebendiger als das Leben. Ich bin furchtbar allergisch. Aber Dante hat doch keine Haare. Und ich habe keine Nase. Und trotzdem ist es so. Fröhliche Weihnachten euch allen. Der neue Kurzfilm. Bist du dabei? Disneys Die Eiskönigin Olaf taut auf. Nur im Kino mit Disney Pixars Coco. Hast du dir die Hände gewaschen? Mit Seife? Hast du sie abgetrocknet? Was? Gibt's jetzt nur Gemüse oder wie? Wer hat denn nur Gemüse bestellt? Ich. Also, wollen wir vielleicht mal aufhören, drum herum zu reden? Um was? Vielleicht um den heißen Brei. Was für ein Brei? Moms neuen Job. Es ist Zeit, Dinge, die schiefgelaufen sind, wieder gerade zu rücken. Helft mir, Superhelden wieder für legal zu erklären. Wir müssen die Meinung der Menschen über Superhelden ändern und Elastigirl ist dafür perfekt geeignet. Besser als ich? Ich liebe Moms neuen Job. Bis dann, Schatz. Ich passe auf die Kinder auf. Kein Problem. Dad, das ist nicht ganz richtig, wie du das machst. Die wollen, dass wir es so machen wie hier. So kann ich das aber nicht. Warum verändern die Mathe? Nein, Mathe ist Mathe. Mathe ist Mathe. Hallo? Hallo, Schatz. Was ist mit den Kindern? Allen geht's gut. Hat die etwa Pubertät oder sowas? Und Jack. Der Squeech lebendig. Was zur? Miam, miam, Keksi. Oh mein Gott. Keksi. Hey, das ist echt abgefahren. Ist doch verrückt. Um meiner Familie zu helfen, muss ich sie verlassen. Um das Gesetz zu korrigieren, muss ich es brechen. Du schaffst das. Denk an unsere Kinder. Danke dir, junger Mann. Akute Brandgefahr. Was soll das denn heißen? Das heißt Feuer, Robert. Die Unglaublichen 2. Der Screenslaver unterbricht diese Sendung für eine wichtige Ankündigung. Zieh deinen Anzug an. Hier ist was faul. Ich komme sofort. Wie, du kommst sofort? Du kommst besser sofort wieder zurück? Dann wollen wir dich mal einstöpseln. Biffy oder Biffy? Sehen wir nach, was es ist? Hallo? Jemand da? Und wir sind online. Hey, warte auf mich! Warte! Wir sind im Internet! Heilige Scheiße, geht's hier ab! Das ist ja der Wahnsinn! Wow, so ein Riesenhaus! Google, da sollten wir mal nachsehen, was das ist. Weiterleitung zu eBay. Der nächste Artikel ist ein Gemälde auf schwarzem Samt von einem traurigen Kätzchen, das Einstiegs... 300! 305! 320! 325! Oh Mann, der spielt echt gut! Pass mal auf! 27 und 1! Verkauft! Ja! Ich brauche nur eine Kreditkartennummer. Was? Eine Kreditkartennummer? Sir, es kostet 27.000 und einen Dollar. Dollar? Wie Geld? Hier sind lauter durchgeknallte Freaks. Du weißt nie, was als nächstes passiert. Ihr spielt alles verrückt. Wir müssen hier raus. Mitkommen, Kleine. Was passiert hier? Das Internet bricht zusammen. Oh nein, ich raste komplett aus. Komm schon, Ralf! Mir reicht's jetzt! Was? Da
Drecks-Internet! Chaos im Netz. Hey, wo gehst du denn dahin? Pfannkuchen. Oh, wie cool, lass mich mal. Pfannkuchen? Pfannkuchen, 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 Pfannkuchen. Hau rein, Hoppelieschen. Ist. Ralf, vielleicht fütterst du zur Abwechslung jetzt mal das Kätzchen. Nein, das Kätzchen kriegt den Milchshake. Das Häschen kriegt den Pfannkuchen. Was hat er zu dir gesagt? Direkt ins Gesicht? Direkt ins Gesicht. Und wie ging's weiter? Ich gehe voll auf Körperkontakt, klar? Und dann ich so, mir voll egal, aus welcher Hut du kommst. Oho. Aber du gibst mir das jetzt wieder, sonst klatscht es. Aber kein Beifall. Wow! Gecheckt? Nicht wahr, du bist echt eiskalt. Aber sowas von... Ja, du bist so cool wie ein Stuhl, weißt wie ich meine. Oh, Ducky. Ja? Schon gehört? Was? Noch nicht gehört? Nein, was? Was denn, Bunny? Ducky. Ja? Die machen einen neuen Toy-Story-Film. Echt? Ist das Thema nicht voll durch, Alter? Es gibt doch schon drei. Ja, drei Stück. Und dann machen die echt noch einen vierten. Oh, krass! Wow! Ich liebe doch Toy-Story, Digga. Toy-Story ist genau das mein ist, Ding. Das ist es. Warte, gib mir den Buzz. Ich bin Buzz Lightyear, Space Ranger. Und dann sagt Woody, du bist ein Spielzeug. Oh, hey, der Woody war gar nicht gib schlecht. Gib mir diesen Spruch, wenn er fliegt. Los. Bis zur Unendlichkeit und über die Leiter. Wie war das? Was? Das ist nicht richtig. Bist du sicher? Nee, das passt nicht. Ich glaub schon. Nein, da geht's so. Bis zur Unzurechnungsfähigkeit und voll heiter. Was war denn... So geht der. Das gerade? Nein, so geht der. Bis zur Unfähigkeit und noch viel breiter. Bis zur Unanständigkeit bis und zur Unwissenheit hey, und... Hey, Jungs, das ist alles falsch. So geht's. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Niemand kommt bis zur Unendlichkeit, du Blödmann. Merkst du selber, ne? Unendlichkeit? Ich lach mich schick. Bis zur Unendlichkeit? Du hast echt keine Ahnung von gar nichts. A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Du bist der nächste Olaf. Einhorn. Kekan. Elsa. Olaf bekommt eine neue Regel. Kein Verwandeln. Aber egal, das wird ein Kinderspiel. Abgelenkt. Beunruhigt? Kam dir Elsa irgendwie komisch vor? Sie war Elsa? Ich höre immer diese Stimme. Stimme? Was meinst du? Rauf zu den Klippen! Ich fliege weg! Das Königreich ist nicht sicher. Finde heraus, wer dich ruft. Dann bekommst du deine Antworten. Geh nach Norden. Durchquere den verzauberten Wald. Hinein ins Unbekannte. Wir machen das gemeinsam, ja? Seid vorsichtig. Die Geister werden euch nicht in Ruhe lassen. Das ist normal. Wer seid ihr? Hallo, ich bin Olaf. Oh, entschuldigt. Ich finde Kleidung beklemmend. Irgendjemand ruft uns. Wer ist es? Was willst du mir damit sagen? Die Riesen! Und sie sind riesig! Versuch nicht zu schreien! Magie hat eine verführerische Macht. Ohne dich verliert sie sich vielleicht darin. Ich glaube fest an dich, Elsa. Egal, was passiert. Wenn jemand Arendelle retten kann, dann du! Die Eiskönigin 2. Wie kommt ihr damit klar, dass die Komplexität unseres Denkens mit zunehmendem Alter immer höher wird? Och, nee. Nicht ablecken. Du weißt nicht, wo ich gerade reingelatscht bin. Vor langer Zeit war die Welt voller Wunder. Sie war voller Abenteuer. Es gab Magie. Allerdings war sie nicht leicht zu beherrschen. Und so fand man bald einfachere Lösungen. Aber ich hoffe, es steckt noch ein bisschen von dieser Magie in euch. Er sagte nur, dass ich euch das geben soll, wenn ihr beide über 16 seid. Das ist ein Zauberstab! Dad war ein Zauberer! Euer Vater war Buchhalter. Dieser Zauber bringt ihn zurück. Was? Was? Dad wird wieder lebendig? Das ist nicht möglich. Doch, ist es. Und zwar damit. Ich werde Dad kennenlernen? Wow, Füße!
Hilf dir! Barley, nein! Dad? Ah, das sind nur Beine! Kein Oberkörper! Ich weiß definitiv, dass Dad einen Oberkörper hatte! Oh, was habe ich getan? Hi. Wir haben nur 24 Stunden, um den Rest von Dad zurückzuholen. Wir gehen ihn suchen! Tada! Großartig! Los geht's! Ich bin dafür, dass wir die Straße des Todes nehmen. Aber über die Autobahn geht's schneller. Nicht auf lange Sicht. Schön. Der Head, komm jetzt! Hey! Ihr seid tot! Attacke! Wir sind tot! Vorsichtig, es gibt womöglich Fallen. Bevor du Dads Zauberspruch nochmal sagst, musst du trainieren. Ellbogen raus, Beine auseinander, Hüfte leicht nach hinten. Ellbogen. Ich versuche mich zu konzentrieren. Konzentration. Vergiss es. Bolly. Oh nein. Was ist das? Eine bodenlose Schlucht. Wir brauchen den Zauberspruch, der eine magische Brücke erschafft, über die du dann gehen kannst. Wenn du daran glaubst, dass die Brücke da ist, dann ist sie da. Du schaffst das. Onward. Keine halben Sachen. Fragst du dich auch manchmal, wieso du so bist, wie du bist? Hier im Davorseits erhalten alle Seelen ihre individuelle Persönlichkeit, bevor sie auf die Erde kommen. Mentoren wie ich helfen ihnen auf der Suche nach ihrer Berufung. Aber das Problem ist, ich durfte gar nicht hier sein. Heute sollte der beste Tag meines Lebens werden. Sei heute Abend da. Erste Show um 7. Ja! Woohoo! Der Gig, ich hab ihn! Mit Dorothea Williams ist das schon fast! Hast du sie noch alle? Oh, Entschuldigung! Okay, pass auf, ich bin sicher, dein Leben war super, aber die Erde klingt dämlich. Ich fühle mich hier unwohl, hab meine Routinen. Ich schwebe im Nebel, mach meine Sudoku. Aber die Erde hat so viel zu bieten. Ich hatte tausende Mentoren, die versagt haben und die mich jetzt hassen. Mutter Teresa. Ich habe Erbarmen mit jeder Seele. Außer mit dir, dich mag ich nicht. Kopernikus. Die Welt dreht sich nicht um dich, 22. Marie Antoinette. Niemand kann dir helfen, niemand. Ich zeig dir, was du verpasst. Zum Beispiel Pizza. Wir können... Nichts schmecken, nichts riechen? Nichts fühlen. Siehst du? Okay, ich verstehe. Wir sind nur kurz auf diesem Planeten. Entdecke dein Ich, dein tolles, brillantes Ich. Ich bin jetzt seit wer weiß wie lange hier und ich habe noch nichts gesehen, wofür ich gern leben würde. Und plötzlich tauchst du auf. Und du liebst das Leben. Ich meine, das will ich doch sehen. Und bin in love. I'm feeling alive, alive, alive. You know what I'm saying, Disney und Pixar Soul. Keine Sorge, denen geht's gut. Man kann hier keine Seele zerstören. Dafür ist ja die Erde zuständig. Okay, Leute. Vergesst nicht, wonach wir suchen. Und traut niemandem. Wow, was... Hey, Baby. Wo sind deine Eltern? Hey, wessen Baby? Was? Oh, Echt jetzt? Ein Gauner-Baby? Oh. Sehr beeindruckend. Wir könnten jemanden wie dich gebrauchen. Also passt auf. Mein Name ist Raya. Unsere Länder bekriegen sich schon, seit wir denken können. Unsere Völker sind sich nie einig. Meine Tochter, ich glaube fest daran, dass wir wieder vereint sein können. Aber jemand muss den ersten Schritt tun. Um den Frieden wiederherzustellen, müssen wir den letzten Drachen finden. Ich wünsche der Gemeinschaft zum Fertigmachen beizutreten. Ich helf mit. Wir müssen vorsichtig sein. Nicht nur wir wollen ihn finden. Seit 6 Jahren bin ich auf der Suche. Bitte lass mich am Ziel sein. Oh, mächtiges Sisu! Oh, wer spricht da? Wir brauchen deine Hilfe. Ah, ich will dir nichts vormachen. Ich bin nicht gerade der beste Drache. Hast du mal so ein Gruppenprojekt gemacht, bei dem einer null dazu beiträgt, aber am Ende dieselbe Note kriegt? Das sind die Schlimmsten.
Du und der Drache, ihr kommt mit mir. Mein Schwert hier sieht das anders. Die Welt ist zerbrochen. Du kannst niemandem vertrauen. Vielleicht ist sie zerbrochen, weil du niemandem vertraust. Du musst nur den ersten Schritt tun. Raya und der letzte Drache. Ich hab mich verwandelt. Ein Drache kann sowas? Sieh nur, wie nah mein Hintern an meinem Kopf ist. Das beschleunigt die Verdauung. Wow, Luca, das kann man ja nicht mit ansehen. Kommst du? Wir kommen nicht mal in die Nähe der Oberfläche. Verstanden? Alles Gute kommt von oben. Laufen, Luft, der Himmel, Wolken, die Sonne. Wow, du darfst nicht hinsehen. War ein Witz, du musst sogar hinsehen. Warst du schon mal im Menschendorf? Klar. Ich bin eine Art Experte. Wow! Ciao! Ciao! Hey, kick zu mir! Da hatte aber jemand Glück. Hey, lass ihn in Ruhe! Rauf mit euch! Macht einen Club auf! Für Loser! Mein Name ist Julia Marcovaldo. Wir Außenseiter müssen zusammenhalten. Was ist an der Außenseiter? Das ist mein Papa. Was bringt er damit wohl um? Alles, was schwimmt. Dein Leben ist so viel cooler als meins. Man denkt so oft, dass man etwas nicht kann. Aber man muss es einfach nur versuchen. Ihr seid nur kleine Fische. Das ist zu gefährlich. Sie werden uns sehen. Dein Problem? Du hast einen Bruno in deinem Schädel. Ein Bruno. Sag Silencio Bruno. Silencio Bruno. Lauter. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Kannst du ihn noch hören? Nein, nur noch dich. Gut, jetzt halt dich fest. Nicht mit dir, Stupido! Du bist dran, sag den Satz. Was stimmt nicht mit dir, Stupido? Ich habe hier was ganz Besonderes, weil du das einzige der Madrigal-Kinder ohne Gabe bist. Ich nenne es das nicht besonders Besondere, da du halt keine Gabe hast. Danke. Gabe oder keine Gabe? Ich bin ganz genauso besonders wie der Rest meiner Familie. Pink. Alles klar, Jungs. Wo stelle ich den Karren ab? Vielleicht ist deine Gabe, dir alles schön zu reden. Oh. Encanto, Encanto.